Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück bei Grimgorg Eisenpelz in Total War Warhammer 2. Ich schaue gerade eben, ob ich noch irgendeinen wegmessern kann, der es verdient hat, wie der hier zum Beispiel. Na also, das hat doch super funktioniert. Was geben wir ihm da? Pff, alles so halb nützlich. Ja, das ist der nutzloseste Skill, den es gibt. Will ich direkt schon angreifen? Ich könnte die hier zusammenlegen. Komm, wir machen das mal. Ich lege die wirklich zusammen. Das sind ja nur ein paar ganz normale Gits hier. Eins, zwei. Dann sind die wieder da. Ich bin am überlegen, ob ich die überhaupt behalten will. Die sind nämlich teurer und bringen mir gar nicht so viel. Ich hau die raus. Die sind nämlich günstiger letzten Endes. Also zumindest im dauerhaften Unterhalt. Und ich habe da immerhin auch noch Boni drauf. Ne? Auf den Gobos habe ich halt keine Boni. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt vielleicht der bessere Weg. So, du wirst hier nochmal blockiert. Mit Erfolg. Ja, und es gehört uns tatsächlich hier dieses Gebiet. Das ist toll. Noch. Die Frage ist, wie lange noch? Arkendorf wird aufgewertet. Das ist doch schon mal toll. Genauso wie das da. Hier will ich nichts machen. Hier, das gebe ich auf. Und jetzt will ich gerade mal gucken, ne? Der grimmige Gork ist auf dem Wege zurück. Ich gehe absolut hier lang. Da ist der Weg nämlich hierhin schneller. Weil da ist das Malle-Kätzchen. Und wir wollen ihm dringend auf die Finger hauen. Oh ja, so dringend, ich sag's euch. Ich kann es fast nicht erwarten. Mehr globale Rekrutierungskapazität klingt für mich auch nach etwas Erstrebenswertem. Genauso wie das hier. Ja, komm. Ich warte jetzt hier noch mit dem Bauen. Hier machen wir nichts. Zuffbar baue ich das da noch rein. Das hier geben wir auf. Wir prüfen nur noch mal. Ja, Nagarond ist es. Und dann geben wir ab. Also irgendetwas ist mit Imrik falsch, ne? Der ist unfassbar ohnmächtig. Jetzt belagern sie uns. Okay. Sie belagern uns. Und ich bin nicht überrascht, dass sie hier angreifen. In den Schwarzhafen eingenommen. Was will der Kemmler von mir? Ja, nee, ist klar. Bezahlst du nichts Geld dafür, dass ich bei dir vorbeikomme, Junge? Ja, ihr habt richtig gehört. Er bezahlt mich dafür, dass ich bei ihm vorbeikomme. Das nennt sich dann Ausrauben. Nein. Euch will ich eigentlich auch noch unterjochen. So, ich mache erstmal hier weiter. Wie witzig, Nordland ist hier. Ja, ja, Clan Vulcan wurde vernichtet. Wir plündern hier immer noch. Wir werden geplündert. Ganz im Ernst, ich möchte hier diese Siedlungen, glaube ich, mir näher anschauen. Zack. Wir werden uns jetzt hier das Strandräuber-Cup holen, dann nach Arnau. Wenn wir jetzt schon hier unterwegs sind, das können wir alles super plündern. Dann wirst du jetzt hier nochmal sie hier verlangsamen. Oh yeah, das hat sogar geklappt. Konnte man sich jetzt nicht sicher sein, dass das klappt, aber es hat es. Warte mal, wie weit kommt er? Er kommt da nicht so weit. So, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier hingalöppeln. Das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Ich bin nur überlegen, ob ich hier noch irgendwas reinnehmen will. Die Frage ist nur, was? Ich habe keine Skillung, die die Wildschweinreiter verbessert. Ne? Ich habe die Skillung auf die großen Jungs bei ihm. Und das muss ich demnächst auch nochmal irgendwie reinbringen. Die großen Jungs. Will not, cannot. I'll crush them all. Get nasty.
Ich werde das einfach aus der Defensive heraus jetzt hier gestalten. Da bin ich jetzt schmerzbefreit, was das angeht. Ich will trotzdem gucken, was da hinten immer noch so kommt. Aha, der hat den Buckelberger eingenommen. So, nächster Level Up, Marschierer. Und jetzt haben wir den 20er Stack und ich glaube, ja, das will er nicht kämpfen. Das habe ich geahnt. Er wird es aber müssen. So, erledigt. Gut. Haben wir sie also doch nochmal zurückgeboxt. Und hier unseren Turf hier nochmal quasi abgesteckt. Dann bauen wir das jetzt hier alles noch auf. Ich kehre natürlich so weit zurück, wie nur geht. Er bekommt Kampftraining. Ja, das ist eine Truppe, mit der kann man durchaus arbeiten. Hoffe ich zumindest auf lange Sicht. Er hat ein Level Up. Gott. So. So. Und es ist der tatsächlich zu Schloss Drakenhof zurückgekehrt. Ach, schade. That didn't work. Ich muss es hier warten, ne? Ich würde mir gerne Schloss Tempelhof holen. Aber es wirkt gerade eben ziemlich ab vom Schuss. Hat er nicht schon einen Magier? Der hat schon einen Magier. Ich hätte ganz, ganz gerne eigentlich den Magier hier, aber ich kann ihn gerade eben nicht benutzen. Was ich aber machen kann... toll, Verstärkung behindern. Nein, also kann ich nichts machen. Schloss Tempelhof bekommt eine Rebellion. Karak-Girn bekommt die 4. Stufe. Karak-Droma bekommt auch eine Rebellion. Toll. So, habe ich noch irgendjemand übersehen? Nur ihn. Ah, nee, stimmt nicht ganz. Ihn habe ich auch noch übersehen. Morg sagt, dass du jetzt mal bitte den da wegmessest. Das hat nicht geklappt. Ja, und es wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich was geändert haben. Nein. Also gehen wir in den nächsten Turn. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier zwischen uns und Malekith hier ablaufen wird. Ich meine, er hat... Er rennt weg! Dieses feige Spitzohr! Und das will... Er hat halt Angst, dass er sich wieder verbrennt. Ja, der Seitenhieb. So. Ach ja. Und ich hoffe, dass ich ihm noch hinterherkomme. Ich möchte ihn nämlich kriegen. So, immerhin haben wir jetzt hier nochmal 5% mehr Bewegungsreichweite bekommen durch den Marschmodus. Ich werde jetzt überall geplündert, wie ich gerade eben sehe. Hallo. Das könnte ja auch einmal funktionieren. Einmal. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier in die Drachenhornmine rein, dann stehe ich schon mal sehr nahe neben ihm. Du versuchst das hier nochmal. Ja, mit 74% ist das jetzt hier wie Fische aus dem Glas angeln. Not possible. Hier warten wir nochmal. Hier haben wir wieder ein Level Up. Ich traue diesem komischen Hochelfen nicht, der da jetzt hier direkt neben uns steht hier. Ah, wobei, nee, er ist weg. So, dann gucken wir, dass wir hier wieder zurückkommen. LOL! Bin ja fast auf ihn draufgesprungen. Okay. Ja, der läuft hier einfach rum. Das soll mir recht sein. Dann Attentöt. Das wird nicht klappen. Cool. Das hat wiederum geklappt.
Ja, wir machen jetzt halt einfach hier Agentenaktion, so lange, bis sie keine Lust mehr haben, ne? Das ist jetzt der Plan. Will ich bei ihm auch da großen Jungs machen? Ich habe bis jetzt eigentlich fast nur Orks bei ihm drin, ne? Wie wär's mit Reiters? Mehr Ansturmgeschwindigkeit. Wobei es halt immer noch ziemlich lame ist, ne? Aber ich kann auch mal eine Armee machen, die weniger so auf die großen Jungs baut, sondern so auf ein paar Reiters. Aber ich glaube. Ja, will er das da noch? Ich mache ihn erstmal nochmal selber hier besser. This is my land. Dann holzen wir die paar Untoten hier weg. Going. Und gehen erstmal wieder rein nach Tempelhof. So. Schloss Drakenhof ist halt echt etwas, was ich schon gerne hätte. So, Strandräuber-Karp. Sei gegrüßt. Ach, es ist herrlich. Das ist nochmal ein 10.000er, fast 11.000. Besetzen und raus. Und aufgeben. Okidoki. Als nächstes machen wir hier Gorks Fuß auf die zweite Stufe. Dann wird es nochmal günstiger, wenn wir die große Stufe mal zaubern sollten. Vitalitätsverlust von Orks reduzieren. Ja, ganz im Ernst, das finde ich immer noch das Beste. Das ist immer noch das Beste. So, Arnau wird genau dasselbe Schicksal ereilen. Hier kann ich nichts machen mit ihm. Das hier geben wir auf. Wow. Wir kommen hier gerade eben ordentlich flott durch. Die müssen halt noch warten. Gott, der klingt so, als ob er Magenbeschwerden hätte. Hat einen schlechten Gobbo gegessen. Ach komm. Ich will noch mehr Garg-Bosse haben können. Ich hätte auch gerne mal welche, die so nur rumlaufen und für mich Armeen angreifen. Das hätte auch was. Mehr globale Ka Rekrutierungskapazität ist auch nie falsch. Nebelhügel geben wir wieder auf. Das hier bauen wir. Jetzt traue ich es mich auf jeden Fall, das hier auszubauen. Ready for murdering. Und dann bauen wir das dann noch aus. Okay, nächster Turn. Wird sich kaum was geändert haben bei den Dunkelelfen. Das war ein Fehler, Malekätzchen. Oh nein! Oh Gott, da breitet sich wieder eine Seuche aus. Oh fuck. Ich hab da noch so ein Flashback vom letzten Mal. Altdorf wird angegriffen. Ganz im Ernst, ich möchte versuchen, es zu halten. Also vom letzten Mal meine ich der Livestream mit Master Mundi und Hexwattle. Wenn ihr nicht dabei wart, habt ihr echt was verpasst. Oh, das war wirklich nörgelwürdig, was da passiert ist. So. Aber vielleicht schneide ich es noch zusammen. Eventuell komme ich dazu. Ja, wir werden jetzt hier. Oh Gott, die haben 1, 2, 3, 4 von den Türmen da. Wir machen jetzt erstmal hier Platz auf den Mauern. Den Magier nehmen wir dahin. Ich glaube, ich mache das jetzt hier wirklich so. Die will ich. Nee, doch. Ja, die Gobus-Schützen packe ich dahin. Euch packe ich dahin. Euch packe ich dahin. Nee, eher hier. Ich habe Respekt vor der Artillerie, die sie da haben. Du stehst hier. Du bist da.
Und du bist da. Und da kommt halt leider noch... Ach Gott, ich kann da gar nicht raus, weil Ritterverstärkung kommt. Ah, oh, ist das ätzend. Okay. Ja, dann hat sich's erledigt mit dem Rausgehen. Okay. Ich muss hier das Feuer auf jeden Fall auf die Artillerien schon mal eröffnen. Das wäre das Wichtigste. Denn die werden uns einheizen oder werden es versuchen zumindest. So, ich erhöhe mal die Geschwindigkeit, denn ich kann gerade eben eh nicht viel ändern. Die sind nämlich verdammt gut darin, die Tore aufzusprengen, wie ihr seht, ne? Wahnsinn, schon ist es auf hier. Nein, Goblins! Goblins! Let's go! Leg in it! I'll show him! Simon! This is it, ready! Dinge, die ich gar nicht so cool finde. Use me! Move it fast! Ausweichen. Ey, ich will den Magier behalten, verdammte Axt. Ich kann ihn gerade eben nicht wegklicken. Ey, Steuerung sagt nö. Wow, hier bricht ja schon alles zusammen. Holy shit, ich glaube, das kann ich unmöglich auch nur ansatzweise irgendwo halten. Der war gut. Aber es hilft halt nichts, ne? Die rollen über uns drüber. Als ob es nichts Leichteres gäbe. Hier ist alles schon geklärt, ne? Weil die fliehen. Scheibenkleister. Ey, ganz ehrlich, ich hab selten die Sag mal, was haben die denn? Ja, gut, Schaden erlitten. Schnellere, stärkere Feinde in der Nähe. Das ist also eure Ausrede für eure Feigheit. Ich bin unterwältigt. Er hat sich gesammelt. Boah, ich liebe es, wenn so etwas passiert hier. Also dafür ist der Zauber echt gut, wenn sie eng zusammenstehen. Aber wie wir sehen, werden wir hier nichts gewinnen können. Die Mauern sind schon gefallen. Ich hätte die Truppen nicht alle da drüben hinstellen sollen. Ich dachte, die halten länger hier. Kann ich doch froh sein, wenn er noch zum Zaubern kommt. Der hat ja jetzt schon Angst. Wie nochmal was. Zack. Immerhin hat er 136 Kills. Gott, jetzt kommen die Ritter von der anderen Seite schon. Wir haben noch nicht mal ein War gehabt. Ich habe innerlich schon kapituliert, Leute. Ich gebe die Niederlage zu. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich hätte Altdorf vielleicht doch aufgeben sollen. Ey, wir haben nichts bewegt bei denen. Ne? Der Einzige, der irgendwas killen konnte, war er. Das war der Einzige, der auch nur ansatzweise in die Nähe von Effizienz gekommen ist. Die haben ein bisschen was gemacht, aber der Rest hat gar nichts hinbekommen. Nicht mal die Fernkämpfer. Aber sie hatten halt auch alles, ne? Sie hatten Flieger, sie hatten Artillerie, die Überzahl. Da machst du nicht viel dagegen. Oh! Zwerge, die den Düsterberg belagern. Die Festung Obersteier wird jetzt angegriffen. Die haben noch nicht mal eine Festung. Ja, sollen sie es ja haben. Ich hol's mir wieder zurück. Oder sie plündern es einfach, soll mir auch recht sein. Hey! Selber hey! Okay, Siedlung belagert hier durch Malekith. Das finde ich doch schon mal ganz gut. Mook says what?
Er hat eigentlich schon alles, was er braucht. Jetzt muss er bloß... Oh Gott, da ist schon die Krankheit drin. Wollt ihr mich verarschen? Wie kann denn die Krankheit da überschwappen? Okay, den haben wir ausgeschaltet. Wie kann denn eine Krankheit in unser Gebiet hinein überschwappen, währenddessen wir belagert werden? Ja, ihr wisst, das müssen wir spielen aus Gründen. Einfach weil wir sehen wollen, wie Grimgorg Malekith in den Staub stampft. Das ist der einzige Grund. Gibt keinen anderen. So. Aufstellung starten. Das passt für mich. Guck mal, auf einmal sind die Balken hier gar nicht mehr so geil für uns. Das ist interessant. Ich zwinge ihn auf jeden Fall, mit ihm hierher zu kommen. Er steht da vorne. Du stehst hier. Und mit dem Rest warten wir einfach. Ist das teuer, ey. Scheiß drauf. Attacke. Dann ist es halt so, dann gehen wir vor. Sie haben mehr Fernkampf als wir, das ist das ärgerliche Problem. So. Wo ist denn der Chef? Da ist der Chef. Oh, der hat eine Fähigkeit benutzt, die mich hier irgendwie davon abhält, Dinge zu tun. Das ist nicht so geil. Dich will ich aus dem Nahkampf raushaben, bitte. So, das war schon mal ein heftiger Stampfer. Jetzt hat er wieder irgendwie so einen Käse hier gemacht. So, hinterher. Eigentlich sind die schon alle erledigt. Das ist so unglaublich schnell hier vorbei. Die beiden kämpfen noch. Das ist eindrucksvoll, dass er so lange durchhält. Das war nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Da ist der Armilos schon. Wie armselig, Malekith. Wie armselig. Das war ja mal echt gar nichts von denen, ey. Die haben ja überhaupt nichts hingekriegt. Gut, ich meine, Malekith ist jetzt hier nicht umgehauen worden, aber dennoch. Der konnte ja hier gerade eben gar nichts erreichen. So, aber ich wollte es hier, dass es so schnell wie möglich beendet ist, ne? Damit ich hier nicht noch irgendwie unnötig Leute verliere. Jetzt hole ich mir hier die 7% und setze ihm jetzt einfach hinterher. Ach, Ersch. Malekith besiegt. Einkommen durch Überfälle und passive Fähigkeit Raserei. Ja, wenn ich die nicht schon längst habe, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob ich die schon längst habe, aber ich meine ja.
Hui, ist der schon weit entwickelt, der Kollege. Ja, komm, du machst auch öffentliche Ordnung stiften. Und tschüss. Ja, jetzt haben wir hier eine Krankheit am Start, ne? Ich glaube, ich möchte in diesem Gebiet hier nicht länger bleiben als notwendig. Oh Mann. Ich habe vorhin gesehen, wie da so ein Scar wieder rein ist. Der hat das gemacht. Ich habe aber nicht gesehen, welcher Clan das war. Wir machen hier weiter. Das nächste ist, was wir brauchen, ist durch Überfälle noch ein bisschen mehr. Und dann mache ich Eisenhart und dann, ihr wisst schon. Dann haben wir's. Hä? Was ist denn da los? Ach, die haben ja eine Siedlung. Jetzt habe ich dich nochmal blockiert. Das ist super. Hier ist auch eine Krankheit. Gott! Okay. Wir gehen hier weiter. Eigentlich muss ich ja auch da hoch. Aber man kann nicht alles haben. Die haben ernsthaft Schloss Drakenhof aufgegeben, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es sieht so aus. Da followt jemand herzlich willkommen. Nee, haben sie nicht. Aber die Frage ist, ob ich da reinkomme. Vielleicht. Nicht mehr in dieser Folge, aber ich nehme es auf jeden Fall kurz nochmal mit. So, wir jumpen da drüben. Zack, dann werden wir nächste Runde und Folge Arnau noch nehmen. Mit E-Mail kann ich auch noch nichts machen. Welcher Agent hat auch noch nichts gemacht? Der hier. Ich möchte natürlich wissen, was hier drin ist. Als ob es mich überraschen würde, was da drin ist, ne? Mhm. Okay, wir haben alle hier bewegt. Brackwassertal, gehen wir noch auf die höchste Stufe. Ja, und dann sind wir beim nächsten Mal hier. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.